Was geht ab, Leute? Damit erstmal herzlich willkommen zu einem Video. Endlich kommen wir dazu aufzunehmen. Ja, und wir haben in den letzten Tagen ein bisschen gewartet, nachdem die Info kam mit dem Kanalumbau, mit dem ja, ganzen Informationszeug und haben uns mal so ein bisschen eure Kommentare durchgelesen. Danke überhaupt für die ganzen Kommentare, was ihr so an Abwechslung, an Content demnächst sehen wollt. Und werden da natürlich auch einiges zu bringen, zu machen. Das werdet ihr noch merken. Heute kam auf jeden Fall ein neues Spiel an den Start. Und wir dachten uns, dass wir euch das mal vorstellen, uns das selber mal angucken. Wir sind sehr gespannt, haben noch gar keine Ahnung. Und das heißt Earthfall. Ihr seht es bestimmt gerade selber. Ich bin nicht allein, der Gloopschi ist natürlich auch mit am Start. Hallöchen, Leute! Mann. Wir werden uns das hier zusammen angucken. Das Ganze sehen wir aus seiner Perspektive. Und zwischendurch vielleicht aus meiner. Mal gucken, wie wir das schneiden werden. Auf jeden Fall würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Oder? Ja, Gut. dann erstelle ich mal einen Raum, wa? Es ist jetzt auch das erste Mal, dass man ein Video mit mir auf dem Hauptkanal sieht, wa? Sonst nur auf dem zweiten Kanal. Ja, genau. Also, wie gesagt, Glubschi und ich machen das jetzt hier zusammen. Und manche Spiele werdet ihr auch aus seiner Perspektive sehen. Viele haben sich zum Beispiel Rainbow Six gewünscht. Und da bist du ja sehr gut drin im Vergleich zu mir. Denn ich habe das Jo. Spiel noch nie wirklich gespielt. Dazu kommen wir ein andermal jetzt. Wir versuchen erstmal hier durchzukommen. Und müssen jetzt in diesen Vorort. Ja. Bin sehr gespannt. Okay. Ich hoffe, die Bots stehen uns aber nicht im Weg. Nee, ich hatte die mal auf durchschnittlich gestellt. Du kannst die halt auch einstellen vom Skill her. Irgendwie der Asiate, der guckt irgendwie so, keine Ahnung, guck ihn dir mal an. Der guckt so. Er will nicht angeguckt werden. Der guckt so leicht, als würde er unter Drogen stehen. Aber was man sagen muss, also erst ist das Spiel auf PC rausgekommen. Mit PlayStation hatten sie erst noch ein paar Probleme. Es gab auch schon mal eine. Boah, war das eine Closed Beta oder eine Closed Alpha? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall davon, irgendwas davon gab es schon mal auf dem PC. Und dafür muss ich sagen. Leute, der ist gerade links. Okay. Oh, shit. Ich drehe mich gerade um. Da standen sie alle in der Ecke. Ja. Also was mir schon mal auffällt, wir haben unendlich Munition. Ja, für die Pistole. Auf jeden Fall, Alles was ich klar. sagen wollte, es hat eine ganz gute Controllersteuerung, würde ich sagen. Also da gibt es deutlich Schlechteres. Der Stick funktioniert vernünftig mit dem Umsehen. Scheint so alles zu klappen, würde ich mal sagen. Okay. Das ist ja auch nicht immer so leicht. Also du merkst es halt echt bei Spielen. Wenn die Spiele vorher auf dem PC rauskamen. Oh, hier sind Waffen. Ah, da bin ich noch dabei. Und du später dann quasi den. Zum Oh! Die PlayStation Import hast, da merkst du das stark an der Steuerung. Warte mal, ich kann Aber das hier mit ist das Ganze in Ordnung. Kreis eine Barrikade setzen. Oh. Alles klar. Du kannst das auch hier vor so einer Tür. Ja, Oh shit! oh, was ist What the das? fuck? Da kommt er auf einmal um die Hecke geslibbelt, Holy Oh, shit! mit R1 habe ich Nahkampf. Ah, ja, okay. Übrigens hat unser Bot gerade eine Waffe gekauft. Das ist natürlich, okay. Okay. Weiß nicht, die Barrikaden, soll man die mitnehmen? Man kann halt währenddessen nicht schießen, wa? Also, ich denke mal, es wird auch hier wieder solche Missionen geben, wo du. Jetzt geht's rund, okay. Oh, okay. Tschüss. Ja, also sowas meinte ich halt, wo du so Hordenangriff hast. Was? Ein Thresher drückt was? Oh, dreh dich mal um. Lol, Alter. Ich werde durch die Gegend getragen. Jonas! Was macht der mit mir? Jonas! Lupschi, dreh dich mal um. Ja, hatte gerade versucht, Jonas zu retten. Ich muss gerade nachladen, warte mal Scheiß auf kurz. Jonas, Alter. Jonas ist live.
Oh! Junge, der wollte einfach. Der wollte mit dir spazieren gehen. Du siehst halt auch nicht so verkehrt. Ah, okay, doch. Das sind immer diese Randoms, weißt du? Die kommen von irgendwo, saugen dein Gesicht What? Fest und gehen mit dir. Alles klar, Jonas hat sich mal wieder hingelegt. Ich puste. Siehst du hier nicht diese rote Impulswelle? Doch, hier sehe ich. Da ist irgendein Viech. Ja, Alter, helf mir mal kurz. Scheiße. Hinter uns. Ja. Da ist wieder das Gesicht. Denk. Da ist wieder das Gesicht. Kann das sein, dass es irgendwie so eine Art Sonar ist, dass die ganze Zeit jetzt unten ist? Ich weiß es nicht. Okay, ich hab jetzt nur noch die Pistole, meine Muni ist leer. Warte mal, komm mal her. Bleib mal stehen. Nutze Medikit. Wie benutze ich denn das Medikit? Ah. Wird geheilt von Luxi, das funktioniert. Zack, nice. Was ist denn? Ach ja, Jonas hat sich schon wieder hingelegt. Ich glaube, Jonas ist. Fruchtzwerge essen. Ja, ich glaube auch. Er scheint mir nicht ganz so. Einmal bitte ein Hashtag, Jonas, du schaffst das in die Kommentare. Check the exits. Feuerwehrangst. Oh, oh, nein, ich will die Pistole haben. Okay. Scheiß drauf, ich nehme die Axt. Da ist wieder so ein Sap. Komm von hinten. Aua! Okay, ich glaube die. Oh, hier, drücke Kreis, um die überlieferten Geschichten freizuschalten. Beim Flugzeug. Lore freigeschaltet. Elektromagnetischer Impuls. Okay. Bist du noch da? Ich höre dich gerade nicht. Okay. Aber du gerade nicht. Hätte ja sein können. Ah, hier ist wieder ein Medikit. Habe ich mir mal wieder mitgenommen. Ne? Sehr gut. Da ist noch eine. Oh, Moment mal. Ob das geht. Moment mal. Wo hatte ich meine andere Pistole hingelegt? Da. Moment mal, ich glaube, man muss hier. Oh, okay. Setz noch. Okay. Hast du noch eine? Nee, haben wir noch eine? Die haben perfekt gepasst. Da passt noch nur zwei hin. Na, aber hier ist noch eine Tür offen. Falls sie. Ja, sie kommt von hinten. Was ist das für ein fettes Viech? Ja, die Tür wieder aufmachen. Wir kommen. Jonas ist schon wieder down, Alter. Unscheiße. Jo, was ist das? Alter! Da war ein fliegendes Hirn. Okay, warte, ich hol ihn. Ja, ich halte hier gerade die andere Seite clear. So, Jonas ist wieder da. Alter, der Boss kriegt mir jetzt schon so auf die Nerven, ne? ich glaube, hier ist eine Diegel oder so. Ich nehme hier mal die. Die hat mehr Muni noch. Ja, könnte okay. So eine Diegel sein. Gut. Ich höre euch. Okay, wollen wir hier mal hoch? Mal gucken, was es hier gibt. Oh! Lass mal gucken. Hier ist noch ein Medikit. Ich hab jetzt eine M4. Nice. Alter, lol. Danny hat sich eiskalt das Medikit geschnappt. Der heilt sich gerade. Was? Nur so. Und irgendjemand hat sich noch. Jonas hat sich den Stimshot genommen. Was ist das denn für ein Wichser? Das ist das, was ich meine. Die ziehen uns ab. Was ist das bitte für ein Spiel, so. Alter? Da kommen die Bots, weißt du? Deine Mates, die dich unterstützen sollen. Die dir sagen, komm Junge, ich helf dir. Da rennt der vorbei, schnappt sich die Schrot. Ich hab nur eine Pistole, werd überrannt. Jonas stirbt schon wieder. Ja? Und dann kommt Danny und zieht dir dein Minikit weg. Oh scheiße, ich wollte dir gerade sagen, hier ist noch ein Stimshot, aber der hat sich gerade in Andorra gesnackt. Okay, warte mal, aber ich habe noch einen Stimshot. Ich weiß nicht genau, was der macht. Pass auf, aber Alter. Danny hat schon ich hau ihn dir einfach mal rein. Oh, geil. Ah, okay, das ist quasi wie so eine Adrenalinspritze, ja, die ist bei Dings. Ich bin gerade erst einen Baum, jetzt stehen noch vier. Ich bin gerade voll gut drauf. Ja, aber das Problem ist, das hält nur kurz. Es ist jetzt wieder abgelaufen bei dir. Oh, ich habe, glaube ich, eine neue Farbe erfunden. Ne, du hast eine neue Farbe erfunden? Ja, Mann, die Sicht gerade. Okay. Danny wird gerade. Ja, Danny. Der kann mich mal. Der hat die ganze Zeit nur geschlafen. Aua!
Aua! Ich hab was auf mir sitzen! Ich so, warte, was hab ich kaputt gemacht? Jonas wird wieder... Aua! Schießt nicht auf Teammitglieder. Ah, okay. Und man kann die ja schießen, ja? Einfach jedes Mal, wenn du Medikit siehst, provisorisch die anderen down schießen. Okay, ich habe gerade so ein 3-Schuss Maschinengewehr. Danach stehst du vor ihm. Hier ist noch eine AK. Wenn du schnell bist, kriegst du die vielleicht. Was mir rechts in der Ecke, ja, bei der Tür. Nice. Aua, warum wird die von innen geschlagen? Oh, Zepper! Oh. Alter. Okay. Okay. Es macht auf jeden Fall... Ah, lol. Auf einmal kommt mir Danny entgegengelaufen. Ich habe mich voll erschreckt. Okay, ich gehe mal weiter vor. Jo, sind auch da. Zerstöre die Bretter mit einer Nahkampfwaffe. Jetzt ist der Text schon weg. Combat Rifle hier. Okay, wir müssen steht noch oben links. Oh, danke schön. Einfach mal explodieren lassen, die Säcke. Zerstöre die Bretter mit Nahkampfwaffe. Alter! Jo, was kommt jetzt wieder alles an hier? Hier oben habe ich einen guten Überblick. Das ist schon mal nice. Okay. Hier aufs Dach. Nee, leider nicht. Ist da noch irgendwie, Muni irgendwo? Oder nee, neue oben, Waffen? Oben waren noch Medikits trotzdem raus. Und hier ist noch Feuerwehraxt. Aber Muni habe ich nicht gesehen. Das, okay, warte, da kommt wieder dieses komische Viech. Oh, ich hab schon Jonas gesehen. Heilt mich, Alter. Der hat mich gerade geheilt. Geiler Typ. Okay, ich nehme mir hier mal so eine Feuerwehraxt. LOL, was zum Fick war das? Ich bin gerade vom Tisch hierher geschleudert worden. Da kommt ein... Ah, fuck, Alter, warum immer ich? Okay. So, ich mach hier mal die Bretter kaputt. Okay, das scheint das nicht war so sehr zu... erfolgreich, auch. Wie... Ah, doch. Okay, zerstöre die Bretter. What the fuck? Oh, shit, Alter. Was war das gerade für ein Laser? Irgendjemand hat einen Laser geschossen. Was ist das denn? Was ist das? 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 Da ist was so Großes. Ich werf Granaten. Aua. Irgendwas sitzt auf mir drauf. Ich kann nichts machen. Ich hab unser Mate angezündet, scheiße. Ich werd gerade getötet. Ich bin, glaube ich, gleich. Jonas ist bewusstlos. Ich bin bewusstlos. Ich bin auch bewusstlos. Kapitel 4 geschlagen. Das lief ja 10 von 10 gut, würde ich mal sagen. Okay. Ja. Ja. Scheiße, ist das ein Magnum in meiner Tasche? Was? Du hast nicht wirklich noch ein Eis in deiner Tasche, oder? Gut, also ich würde sagen, es war auf jeden Fall lustig für heute. Das Spiel ist nicht schlecht. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu. Und ich weiß nicht, wenn ihr Bock auf mehr habt, vielleicht mal mitspielen wollt. Lasst es uns wissen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr sonst noch irgendwie was habt. Einfach in die Kommentare schreiben. Wir bedanken uns fürs Zusehen, hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Und dann würden wir sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.